Ja, hier haben wir ein klassisches Einführungsvideo, und zwar in die Abschreibung. Hier soll es wirklich um die Grundlagen gehen, warum es überhaupt so eine Abschreibung gibt und welche Arten wir haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sie öfter mal die Abkürzung AFA finden, und die heißt Abschreibung für Abnutzung. Besonders wenn es längere Abschreibungstabellen sind, wird vielleicht nur mit dieser Abkürzung gearbeitet. Jetzt haben Sie sie einmal gesehen, und ich denke, dann können Sie damit arbeiten. Wir haben zwei Spalten. Sie sehen das, deswegen wird es auch zwei Unterscheidungen geben. Ich beginne mit der klassischsten Version der Abschreibung, und zwar ist das das abnutzbare Sachanlagevermögen. Ich habe hier drei Beispiele aufgeführt: PKW, Maschine und Gebäude. Und ich denke, Sie stimmen mit mir überein, diese Dinge verfallen jedes Jahr an Wert. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür, aber ich möchte erst noch auf die Anmerkung eingehen. Dinge, die sich also jedes Jahr abnutzen, die haben auch eine zeitliche Begrenzung. Sie werden nämlich irgendwann abgenutzt sein, sodass sie nicht mehr nutzbar sind, und sie scheiden also irgendwann aus dem Betrieb aus, einfach weil sie nicht mehr funktionstüchtig sind. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Gründe, und wir beginnen mal mit dem ersten, und das ist die planmäßige Abschreibung. Ja, ein PKW, ich nehme weiterhin dieses Beispiel, ein Auto, das verliert doch jedes Jahr an Wert, weil wir es fahren. Aber auch wenn wir es nicht fahren würden, wird es an Wert verlieren. Ich habe es hier hingeschrieben, die technische Überalterung. Ja, ein neues Modell kommt raus, und dann ist das alte Modell gleich weniger wert, selbst wenn Sie das konserviert in ihrer Garage stehen lassen würden. Über die Jahre verliert es dennoch an Wert, und deswegen werden diese Gegenstände eben planmäßig abgeschrieben, jedes Jahr mit einem gewissen Prozentsatz, bis sie dann buchhalterisch auf Null abgeschrieben sind. Und wir behandeln da eben die lineare Abschreibung, das heißt die gleichmäßige Abschreibung. Jedes Jahr wird dieser Gegenstand mit dem gleichen Betrag abgeschrieben. Er verfällt also jedes Jahr mit dem gleichen Wert, bis er dann eben auf Null ist. Und das ist die lineare Abschreibung. Und es kann dennoch auch etwas anderes passieren, nämlich etwas Außerplanmäßiges. Beim Auto wäre das, wenn Sie rückwärts aus der Garage rausfahren und Sie fahren an die nächste Mauer. Ja, das haben Sie wahrscheinlich nicht geplant. Und dann verfällt doch der PKW überproportional stark an Wert. Dann müssen Sie ihn immer noch erstmal planmäßig abschreiben, aber dann ist ja auch was Außerplanmäßiges passiert, und wir müssen dann entscheiden, was machen wir mit diesem außerplanmäßigen Ereignis. Und ich habe hier hingeschrieben Unfall und Brand. Klar, ein Gebäude verfällt ja auch jedes Jahr an Wert, über einen langen Zeitraum vielleicht, aber dennoch tut's das. Und so ein Brand wäre ein klassisches außerplanmäßiges Ereignis. Und dann würde es durch diesen Brand eben besonders stark beeinflusst werden. Jetzt sagen Sie, ja, alles ist doch abnutzbar, aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt auch nicht abnutzbares Anlagevermögen. Grundstücke ist für mich der klassischste Fall. Ein Grundstück verliert nicht an Wert, nur weil Sie drüber laufen, weil Sie es benutzen. Auch wenn da ein Haus drauf steht und Sie laufen dann immer zu Ihrem Haus, verliert das Grundstück nicht an Wert. Und Finanzanlagen wäre die vielleicht weniger jetzt klassische Variante, um das zu erklären. Aber dennoch, eine Finanzanlage ist jetzt zum Beispiel eine Beteiligung an einer anderen Firma, und die könnte ja auch bis in alle Ewigkeit funktionieren und in ihrem Wert gleich bleiben, gesetzt den Fall, dass es der anderen Firma eben gut geht. Aber geplant verfällt sie eben nicht jedes Jahr. Und deswegen gehört sie auch zum nicht abnutzbaren Sachanlagevermögen. Und nochmal die Anmerkung: Diese Gegenstände können theoretisch ewig in unserem Bestand sein. Ein Grundstück kann bis in alle Ewigkeit im Bestand einer Firma sein, weil es sich eben nicht abnutzt. Und dennoch kann etwas passieren, nämlich etwas Außerplanmäßiges. Auch bei einem Grundstück. Und ich habe hier hingeschrieben Unfall. Das Beispiel ist immer etwas absurd, und Sie werden es in anderen Videos auch wieder finden. Wir haben einen Chemieunfall auf dem Grundstück. Ein Laster fällt um und chemische Flüssigkeit tritt aus und das Grundstück ist verseucht. Und dann verfällt es ja wirklich in Wert. Aber es würde auch verfallen, wenn die Nutzungsmöglichkeiten sich ändern. Auch wieder ein klassisches Beispiel, das immer in Prüfungen und Schulaufgaben und Kurzarbeiten behandelt wird. Eine Baugenehmigung für dieses Grundstück wird nicht erteilt, und man kann plötzlich nicht mehr das mitmachen, was man wollte. Man hat es vielleicht als Baugrund gekauft, aber das, was man drauf bauen wollte, wird nicht genehmigt, und dann verfällt es für einen und vielleicht auch für andere dann wirklich an Wert. Kurzum, außerplanmäßig können diese nicht abnutzbaren Gegenstände eben auch verfallen und damit abgeschrieben werden, aber eben nicht planmäßig. Das gibt es hier nicht. Das gibt es nur beim abnutzbaren Sachanlagevermögen.